Jo, hallo, zurück zu Assassin's Creed. So, ich habe mal gesagt, ich werde jetzt mal ein paar Nebenquests hier abarbeiten. Und das ist der erste hier mit Matt. Mal gucken. Ich wusste, dass Sie kommen. Herzlich willkommen. Unsere Aufgabe ist, London im Gleichgewicht zu halten und alle Lieferungen über Straßen, Wasser und Gleise zu überwachen. Unser größtes Problem? Die Blighters. Schaffen Sie uns die vom Hals, wäre ich Ihnen sehr dankbar. London wäre jedenfalls sicherer. Wenn Sie was Glitzerndes finden, behalten Sie es. Ich mag es ja, wenn es glitzert. Okay, bedeutet... What? What is the problem? Soll ich mich hier im Müllwagen legen, oder? Schlupp. So richtig die Aufgabe habe ich nicht verstanden. Ups. Ich was verpasst? Ah, okay. Komme ich denn da am besten hin? Am besten hier vorne raus und dann warum hinlaufen. Ich dachte, es würde hier rausgehen. Ah. So viel zum Thema Bahnhof. Komm, hier geht's bestimmt runter, raus, weg. Schuschu. Sag ich doch. So, und jetzt wollen wir in die Richtung und zwar 140, das werden wir schon noch laufen können. Wer ist denn der Schläger? Okay, kein Bock. Oh, das war falsch. Ich dachte, ich hätte was anderes am Start. Nee, nee, nee. Soll ich das doch klauen, oder was? Oh, nimm dies. Muss ich noch? Ich hab schon wieder die falsche Taste gedrückt. Komm, steig auf, Junge. Okay, und jetzt aber ab. Iha! Kommt aber keiner mehr hinterher, ne?
Ja. Oder? Doch. Puh. Okay, das ist Number One, ne? Davon waren ja mehrere auf der Karte, oder? Okay, der nächste ist hier um die Ecke. Gut, wenn man einfach verstanden hat, worum es geht. Wo ist sie denn? Ach so. Knuff. Oh Leute, ihr müsst Platz machen. Nee, da kann ich nicht durch. So. Was driften kann ich mit der Karre nicht. Macht Platz. Gedriftet. Oh, anonym werden. Okay. Ich brauche eine Knarre. So, reicht das? Wie entführen? Ich habe das doch schon abgeliefert. Ist jetzt rückwärts fahren? Okay, wo geht's noch? Das gibt's noch im Schiff, ne? Gibt's das? Oh, es gibt's ja an allen Ecken. Na gut. Aber doch eine Kutsch. Hallo, ich habe einen dringenden Einsatz. Die ist cool, mit der kann man super driften. Und das. Ja. Ja, warum bei der im Ansehen zu steigen, muss man ja wahrscheinlich sämtliche dieser dieser Frachtdiebstähle oder der Frachtraube vereiteln. Okay, wir sind mehr oder weniger angekommen. No smoking, ja, okay. Was haben die hier? Dynamit? Mal eben gucken. Entführen. Flup. Runter. Und entführen. Und tschüss. Er will weg mit dem Zeug. Was soll ich denn hier abliefern? Was ist jetzt los? Das war einfach. Okay. Da um die Ecke ist gleich der nächste. Machen wir den. Ups, komm. Alles gut? Du kommst mit. Kann ich eine Kutsche haben? Da hinten. Yeah.
habe Arbeit für dich. Oh, komm. Sachte. Ich brauch hier nicht klauen. Tja, sprach's und die Box war wieder abgespackt. Also zurück zu Assassin's Creed Unity, ja klar, Syndicate. Ich möchte weiterhin diese Dinger hier einsammeln. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist die nächste. Natürlich wieder hinlaufen oder fahren. Kann ich dem auch die Kutsche klauen? Nee, ich lass das mal. Wenn ich darüber kommen muss, bist du ein toter Mann. Na jo. Also ich kann da nicht hinlaufen. Ich kann aber auch mir so eine unglaublich coole Kutsche klauen. Aber dann lieber die kleine da hinten. Aber ich bin gleich da, ne? Oder? Obwohl 170, da fahre ich doch mit der Kutsche hin. Weiter, Mädchen. Ja, nun mach halt mal Platz. Das schaffe ich noch. Oh, doch nicht. Kutsche fahren macht voll Laune. SUV-Kutsche. So, ich glaube, ich steige hier mal aus. So, und so wie ich mich erinnere, und da ist eben die Box ausgestiegen, kann ich da einfach diese Kutsche hier klauen und abhauen. Aber diesmal gleich rechts rum wegfahren. Braves Mädchen. Braves Mädchen. Ja, rechts rum, das war gut. So. Noch Fragen? Oh, die Cops angefahren, das war nicht gut. Das war nicht gut. Abgeliefert. Hallo? Zack. Auf geht's. So, mal eben kurz gucken, wo ist denn hier der nächste? Das ist denn der? Ah, hier. Oh, da brauche ich einen Kutsch. Ja, das glaube ich ja mal nicht. Ach, das 80 entfernt. Ja, komm, da laufe ich da eben hin. Jetzt kommen die schon auf mich zugefahren. Hau ab, da. Und die auch. Was? Was ist hier denn los? So, geh weg, du. Ich hole mir jetzt das Ding da. Muss mit der Kutsche hinterher. Kutsche, Kutsche fahren macht voll Bock. Ganz ruhig. Auf geht's. Komm hinterher. Ist er zurückgefahren oder ist er da noch? Wo ist denn die Kutsche jetzt? Moment mal. Entführen habe ich doch. Ist alles gut. Und wo soll ich die abliefern? Macht doch mal Platz hier, ihr Vögel. Ja, das will ich auch so sehen. Auf geht's. Oh, ich habe eine ganze Armada Kutschen hinter mir. Oh, die können nicht so heizen wie ich. Oh, oh, oh. Ach Mann, ey, ich drück immer B, das ist echt so ätzend. Ach, das glaube ich nicht. Noch jemand? So, komm, ich brauche noch eine andere Kutsche. So ist's weg. So, da ist B mal okay. Oh, die ist schon ein bisschen kaputt, die Kutsche. So, wo wollen wir hin? Ja, und abgeliefert. Aber sowas von. Wow, okay.
Okay, wo ist das nächste? Da. Kutsche? Kutsche. Ja, hau mal ab, du. Geh mal weg, du Vogel. Bam. Hier ist ein gutes Pferdchen. Du bist das. Ja, sehr gutes Pferdchen. Du bist gutes Pferdchen. Jeha! Alter, was haben die denn vor? So, ist mal Ruhe. Wo ist denn die gute Kutsche? Vollgas! Die fällt ja einfach ganz hart ab. Rückwärtsgang. So ist's. Einparken. Absteigen. Fertig. Komm mit und du auch. Auch mitkommen. Alle schön mitkommen hier. Oh. Okay. Was ist das? Wagen-Eskorte. Mhm. Will ich das? Ja. Heute ist ein Glückstag. Weiter, Mädchen. Mach langsam. Was sollen wir da machen? Mal absteigen. Hey, soll ich mitfahren? Ich weiß, dass sie da oben sind. Mitkommen. Aua, was soll ich machen? So war es jetzt wahrscheinlich nicht gedacht. Auf geht's. Aua, aua. So. So, was soll ich denn hier eskortieren? Soll ich vorfahren oder was? So richtig verstanden habe ich es nicht. Gut, so. Ich fahre sehr langsam. Sachte. Ey, da muss ich doch bestimmt mit drauf. Das kann jetzt nicht sein. Ich fahr mal. Okay. Oh, wir wollen ganz woanders hin. Na toll. Du bist das. Mach mal Platz. Oh, Mom, das tut mir leid. Alter, Mom voll in den Zaun gedrückt. Ja, komm, wir müssen los. Oh, dass ich immer B drücke. Ich werde hier zum Elch. Ey, es ist echt. Bleib stehen! Bleib doch bitte stehen! Jetzt ist er noch runtergefallen, ey. Mann, bist du blöd. Jetzt fährt die Kutsche ganz allein. So einfach war ein Quest noch nie. Okay, so. Wir wollen weiterfahren. Wo sollen wir abliefern? Da hinten. Ja, was ist denn los? So, nimm dies, nimm das. Zack, weg bist du. Du gleich mit. Zack. Mach mal Platz, Evel. Ich muss abliefern. Angekommen.
Oh, alle platt gefahren, sorry. Oh, Eskorte bringt richtig Punkte, oder? Du kommst mit. Ja, Waren Eskorte hätte ich mir durchlesen sollen, ne? Ja, das hätte ich mal machen sollen. Okay, gut, aber lass uns mal gucken. Da hinten ist noch so ein Ding. Kutsche. Was gibt's Neues? Wir fehlen die öffentlichen Hinrichtungen. Was für ein ja, lasst uns etwas mit. Unruhe stiften. Gerne doch. Kommt mit. Was ist hier so los? Die Bobbys haben eine dann Gruppe der Demonstranten vermöbelt. So was passiert, auch. Wenn man seine Meinung sagt. Kommt halt einfach alle was mit. Was Interessantes? Haben Sie schon der Monddiamant gelesen? Das ist wirklich gut. Ach, Lecco mio. Was habt ihr denn für ein Problem? Kommt mit. Richtig, okay. Kein Bock, wir haben keinen Bock. So, ich brauche einen Kutsch und dann geht's los. Mach Platz, Mädels. Pferdchen sagt sich auch, Mann, Alter, was stimmt denn bei dir nicht? Ich hab's eilig. Weg da! Langsamer! Oh. Komm, wir rennen da wieder rein, klauen die Kutsche, alles gut. Hallo, ich bin's. Na, ah, wo bist du denn, Kutschi? Kutschi steht hier wahrscheinlich hinter. Ja, sehr geil. Flug, die haben gar nicht mitgekriegt. Und schon ist die Kutsche weg. Was für Idioten. Oh, ein Baum. Nein, lass mich mal da durch. Pipi. Die Kutsche hat wie gesagt keine Hupe, das ist echt blöd. Gut so, Mädchen. So, jetzt gibt mal Gas, Mädchen. Ach so, Mist, hier soll ich schon abliefern. Rückwärts gang. Mensch, mach doch mal Platz hier, ich muss einpacken. Weiter, Mädchen. So. Was haben wir noch? Man, hier war ja auch nicht nur zu Land, zu Wasser und in der Luft, ne? Und hier, das haben wir auch noch. Ist das in anderen Stadtteilen auch so? Boah, was ist hier? Ach so, dieses ganze Schmuggler-Ding-Zeug auf der Themse. Und hoffentlich ist es in anderen Stadtteilen jetzt nicht so, ne? Doch, hier hinten ist auch noch einer. Boah, überall. Hm. Vielleicht gibt es auch noch was anderes, was man machen kann. Wen haben wir noch? Hier. Ach, das ist der Typ von der Bank. Was ist denn so mit Darwin und so? Carlos Dickens, wir werden ihn mal besuchen. Können wir dann. Oh, da ist gleich so ein Ding nebenan. Alles gut. Der ist immer gut platziert, hier, der Typ. Ich hoffe, es war alles für Ihre Zufriedenheit. Alles tippi. So, ich muss jetzt noch mal gucken. Carlos wollten wir uns mal reinballern. Da ist er. Dann gucken wir mal. Ne, darf ich mal kurz hier die. Oh. Ah.
Ja, ich wollte eigentlich nur eure Kutsche haben. Mann, echt. Ja, Häschen läuft. Häschen fährt jetzt mit dem Bus. Komm. So. Boah, der Bus fährt aber nicht so gut. Was stimmt denn hier nicht? So, halt ab. Nein, nein, so. So. Ich will eigentlich zu Charles, deswegen kann man das Ding hier antreiben, ich fahre ein bisschen schneller. Ja, das ist die normale Route. Ah, okay. Ich steig aus, Leute. Sucht doch einen anderen Busfahrer. So, ich glaube, ich habe auch das Pferd gekillt. So, Ruhe. So, wo wohnt der Carlos hier? Na, in der Bar. In dieser Zeit gab es eine Flut von recht verblüffenden Diebstählen in der Stadt. Diebstähle? In London? Dass dieser Tag jemals kommen würde. Zuerst erschienen sie wie normale Diebstähle, aber die Täter haben alle ausgesagt, dass sie unter dem Einfluss einer übernatürlichen Macht standen. Ich glaube zwar auch, dass Kriminellen vor dem Gesetz jede Ausrede recht ist. Jedoch haben diese Diebe alle das Gleiche vorgebracht. Sie sagen, sie wurden von einem Dämon kontrolliert. Würden Sie den Fall untersuchen? Einer der besessenen Verbrecher befindet sich just in diesem Moment hinter Gittern. Sie sollten Ihre Suche dort beginnen. Okay, dann mache ich das. Wie Scotland Yard hier, da kann ich da noch eine schöne Kiste zocken. Wo ist die? Klimper, Klimper, eins höher, zwei höher. Da oben ist sie, okay. So, hallo. Noch ein höher. Ein höher, hallo. Da ist die Treppe, okay. Nein, das ist keine Treppe. Muss da hinten rumlaufen, an den allen vorbei und dann die Treppe benutzen. Okay, hallo. So, wo ist denn der Knasto? Da hinten. Gleich mal mit dem Regen. Wofür sitzt er ein? Er hat das hiesige Pfandleihhaus überfallen. Ein Dämon hat mich gezwungen. Ich erinnere mich kaum. Das ist das Komische. Ich habe noch nie vorher irgendetwas gestohlen. Wissen Sie, wie Sie gezwungen wurden? Ich erinnere mich nur an eine Silberuhr, die vor mir pendelte. Irgendjemand hat sie gehalten oder irgendetwas. Eine dunkle Macht hat geflüstert. Ich sah nur seine Augen. Ein Dämon. Vielleicht kann mir der Ladeninhaber mehr verraten. Voll spooky. Okay, den Rest gucke ich mir dann in der nächsten Session an, okay? Also, bis dann. Ciao.